Die Situation der Christen in China hat sich verschlechtert. Davon ist die aus China geflohene Christin Lan Li überzeugt. Das für 2020 geplante Sozialkreditsystem, das jedem Bürger ein Punktekonto zuweist, wonach er belohnt oder bestraft wird, wird diese Situation ihrer Meinung nach weiter verschlimmern. Diese Kommunistische Partei mobilisiert die Bevölkerung, um die Christen zu anzeigen. Und wenn die Belohnung gibt, es gibt immer mehr Leute, die möchten die Christen zu anzeigen. In China mache die Regierung die Gläubigen zu Kriminellen, sagt sie. Vor vielen Kirchen sind Überwachungskameras installiert, Kirchengebäude wurden zerstört und Kreuze entfernt. Es ist schlimm in China. Alle Kirchen wurden da so geschlossen und die Priester und Pastoren wurden verhaftet und auch ins Gefängnis gebracht. Was können von unser Glauben ist das? Wir haben keinen Ort, dass Gott zu gehorchen und zu beten, und haben wir auch keine Priester und Pastoren für die Gläubigen zu predigen. Im jährlich vom christlichen Hilfswerk Open Doors veröffentlichten Weltverfolgungsindex gehört China zu den Ländern, die Christen am meisten verfolgen. 2019 rückte das kommunistische Land von Platz 43 auf 27 vor. Christen haben die besten Voraussetzungen, um Gesellschaft und Wirtschaft zu prägen. Diese Ansicht vertritt Friedhelm Loh, Inhaber und Vorsitzender der Geschäftsführung der Friedhelm Loh Gruppe, die rund 12.000 Mitarbeiter beschäftigt. Trotz sinkender Prognosen für das Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr hebt Friedhelm Loh die positiven Einflüsse hervor, die ein christlicher Lebensstil auf die Gesellschaft und damit auch die Wirtschaft hat. Wir leben aus der Bibel und dem, was Jesus Christus und Gott uns mit auf die Welt gegeben hat. Nämlich sein Wort, in dem er auffordert, zum Beispiel zur Nächstenliebe, zur Wertschätzung der Menschen, mit denen wir umgehen. Er fordert uns auf, dass wir die Kommunikation suchen, das Miteinander, besonders in seiner Gemeinde, in der Kirche. Er fordert uns auf, dass wir die Welt prägen. Er fordert von uns, dass wir Licht und Salz sind. Und Salz heißt nun einmal, dass wir Dinge bewegen müssen in dieser Welt. Das ist unser Auftrag, dass wir den Menschen dienen in dem, was wir tun, und ihnen eine Hoffnung vermitteln von der Hoffnung, die wir haben dürfen. Dass wir das weitergeben, was Gott uns in unser Leben hinein geschenkt hat und wozu er uns befähigt hat. Und ich bin dankbar, dass ich darum wissen darf, dass selbst ein Unternehmer nicht die höchste Institution ist, sondern dass Gott, der Vater, über all dem wacht und dass ich mich vertrauensvoll auch in Fragen der Wirtschaft an ihn wenden darf. Musik.